Ho, 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 von draußen vom Walde komme ich her. Ich muss euch sagen, es weihnachtet sehr. Drum gebt fein Acht, das Bengelchen hat euch was mitgebracht. Liebe Beta-Kodex-Freunde, liebe Wiederholungstäter, liebe neue Gäste, liebe an ernsthafter Wertschöpfung Interessierte. Heute bringe ich ein bisschen Pathos mit und hoffentlich viel Freude, und zwar als Beta-Engelchen kostümierte. Ich bin also das Beta-Engelchen, kurz Bengelchen, wobei ich mich ja lieber Raffaela nennen wollte, was aber der Beta-Nikolaus einfach wegschmollte. Ich bin zwar nicht von dieser Welt, doch hat man mich hierher bestellt. Ich solle frohe Kunde tun und zum Diskurs einladen, fernab üblicher Buzzword-Schubladen. Also bleibt mir nun zu sagen, egal wer du bist, bei uns ein Jedermann willkommen ist. Egal, ob du brav warst oder nicht, Moment, stopp, in Paternalismus üben wir uns im Verzicht. Vielmehr sind wir auf ernsthaften Diskurs aus. Dafür steht nicht nur er gerade, unser Beta-Nikolaus. Wenn auch dich vitales Wirtschaften und demokratische Gesellschaften treiben, würde dir natürlich anderes übrig bleiben, doch sind wir im Beta-Kodex-Network überzeugt davon, die besten Einsichten entstehen im Salon. Sinnbildlich dafür, in den Diskurs zu gehen, zu relevanten Anlässen und zu großartigen Ideen, das machen wir in unserem Salon, dem sogenannten Beta-Kodex-Meetup. In kollegialer Runde und selbstverständlich selbstorganisierten Setup. Fühl dich also herzlich eingeladen, auf den Link in den Captions zu klicken, denn wir würden uns freuen, gemeinsam mit dir in die Zukunft zu blicken. Dort gelangst du zur Anmeldung zu unserem Treffen. Komm vorbei und überzeug dich selbst, dass wir nicht bluffen. In diesem Sinne und zur Weihnachtszeit halte ich noch ein kleines Gedicht für dich bereit. Mit diesem schließe ich meine Einladung ab und es bleibt nicht mehr viel Zeit. Wirklich etwas unternehmen. Wer schöpft nicht, wer zentral steuert. Gestalten tut niemand, wer nicht erneuert. Wo Kontrolle und Planung regieren, können sich die Menschen echte Wertschöpfung in die Haare schmieren. Gestalten Flurfunk und Politik das Geschehen. Bleibt gutes Wirtschaften ein Versehen. Bestimmt die Position, die Macht, kann die Entfaltung nur sagen, gute Nacht. Adieu, das war's, du wunderbare Vorstellung einer gemeinschaftlichen Erfüllung. Reichtum, Vitalität, ja Heilung für die Welt, haben wir uns das bisher etwa falsch vorgestellt? Fehlen uns die Visionen, die gemeinsamen Bilder einer erstrebenswerten Zukunft? Oder leiden wir immer nur wieder unter dem Schwund unserer Vernunft? Es gilt, unaufhörlich, gut überlegte Fragen zu stellen, sich im intensiven Diskurs gegenseitig zu erhellen. Miteinander, füreinander leisten und lernen, das ist die Arbeit. Alles andere bringt uns wahrlich nicht weit. Also dezentralisiert euch und macht euch bereit für eine Unternehmung in der Wirklichkeit.